Hallihallo und herzlich willkommen zurück bei City Skylines. Im letzten Part haben wir angefangen, hier unsere Fischindustrie zu errichten, die bisher, glaube ich, noch nicht ordentlich profitabel ist. Und wir hatten die Idee, hier einen neuen Frachthafen zu bauen. Das Problem war, glaube ich, dass uns dafür noch Bewohner fehlten. Kann das eventuell sein? Das ist so ein bisschen das Problem, weil mein Spiel ist gerade viel zu laut. So, ich glaube, wir wollten hier einen Hafen hinbauen, aber genau, wir brauchen dafür 28.000 Leute. Das heißt, erstmal haben wir noch Nachfrage nach Wohngebiet zu stehen, aber die haben wir gerade nicht. Stattdessen haben wir Nachfrage nach Industrie und nach Gewerbegebiet. Aber das sollten wir ja hinkriegen, denn ich schätze mal, wenn wir das Gewerbegebiet gebaut haben, dann werden die Leute auch hinziehen. Und ich glaube auch im letzten Part hatte ich ja den 81 Tiles Mod verwendet, um hier das restliche Stadtgebiet freizuschalten. Ach, mach ich mal so. Und so können wir jetzt ja sogar hier dieses gesamte Gebiet verwenden und hier zum Beispiel nochmal so ein bisschen Stuff reinballern. Zum Beispiel eine Schule wäre da, glaube ich, ganz gut. Zack, und nochmal so eine Oberschule. Und drumherum machen wir jetzt einfach ganz fett Gewerbegebiet hin. Das heißt, die Schüler können auch instant, wenn sie aus der Schule gehen, was einkaufen gehen. Ich weiß nicht, wie war das bei euch früher? Hattet ihr bei euch in der Nähe von euren Schulen, oder was heißt früher, viele von euch gehen nach der Schule, lul. Hattet ihr da, ja, so Läden, weil bei uns in der Grundschule war es zum Beispiel so, auf dem Dorf, dass da auf dem Weg zur Grundschule, also da kam man zwingend dran vorbei, wenn man zur Grundschule gefahren ist, egal von wo man kam, war zwingend ein Bäcker. Und ich glaube, dieser Bäcker hat damals Ultra Money gemacht, weil halt die ganzen Schulkinder immer dahin gefahren sind. Oder hingegangen sind, besser gesagt. Also ich habe damals ein paar Klassenkameraden gehabt, die tatsächlich nie so Frühstück von zu Hause mitbekommen haben, was ich sehr schade finde. Sondern die stattdessen dann sozusagen erstmal morgens immer dort beim Bäcker vorbeigelaufen sind, um sich da was zu holen. Ich hatte zum Glück immer was zu essen dabei, oder was heißt immer, aber so gut wie, also ja doch, ich hatte wirklich jeden Tag was zu essen dabei. Das kann man schon so sagen. Also meine Mutter hat mir immer morgens Brote geschmiert. Übrigens, meine ganze Schulzeit lang. Tatsächlich. Da war ich ein bisschen verwöhnt, sage ich euch ganz ehrlich. Das ist, glaube ich, nicht unbedingt normal, sage ich mal. Einfach weil, ja, ich, wie gesagt, viele hatten dann einfach irgendwann gar kein Frühstück mehr mit oder halt Mittagessen, je nachdem. Oder andere mussten nicht etwas kaufen oder so. Und ich hatte halt immer dieses Glück, dass meine Mutter für mich halt tatsächlich immer was gemacht hat. Also immer Brote geschmiert morgens und so. Absolut keine Selbstverständlichkeit, aber war immer sehr, sehr nice. Und so musste ich mir nie Gedanken drum machen. Ich habe mal eine Buslinie hingepackt, damit die Leute hier zu der Schule kommen. Wir sollten nochmal andersrum eine bauen. Aber ja, wie gesagt, viele mussten dann noch selber was kaufen oder hier oben war die Bushaltestelle, ne? Genau. Was kaufen selbst oder sich halt selber morgens ein Brot schmieren. Was ich halt nie musste. Wo ist die, wo fährt der Bus überhaupt lang? Ich habe so ein bisschen verpennt, wo jetzt gerade die Linie ist. Die ist hier unten irgendwie, hä? Ah, guck mal, so. Ich glaube, die habe ich hier lang geführt, ne? Schreibt mal in die Kommentare, wie das bei euch früher war. Haben eure Eltern da für euch Essen gemacht? Also Frühstücksbrote geschmiert oder ja nicht so? Oder machen sie es immer noch? Wie gesagt, bei mir haben sie es wirklich gemacht bis zum bitteren Ende, bis zum Abi. Und beim Abi selbst hatte ich ja sogar dann so eine Art Lunchpaket. Dabei bei diesen langen sechsstündigen Klausuren. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal sechsstündige Klausuren geschrieben habt, falls nicht. Lasst es mich mal so sagen. Es ist eine interessante Erfahrung auf jeden Fall. Aber es ist vor allem auch nicht sonderlich unanstrengend. Also es ist schon, es war nicht, also das Abitur generell, habe ich schon mal irgendwann erzählt im Stream, glaube ich, war insgesamt nicht ganz so hart, wie ich dachte. Also ich hatte, was heißt unbegründete Sorge, aber man macht sich ja schon einen Kopf so ums Abitur. Ne? Man will ja nicht irgendwie was durchrasseln. Und ich glaube aber, dass man sich so ein bisschen zu viel Druck auch gemacht hat, möglicherweise. Eventuell. Die Uni ist gerade nicht in der Mitte hier, ne? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okay, kriege ich die irgendwie ein bisschen. Ist jetzt besser so? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ja, mittiger kriegen wir sie nicht, außer mit Move it noch ein bisschen. So. Denn die Idee ist, dass ich hier so einen kleinen Unipark mache. Wir haben jetzt ja hier
sonst noch nicht viel. Und ich würde sagen, das passt eigentlich ganz gut hin. Da können dann die Studenten theoretisch hinlaufen und so ein bisschen durch den Park gehen und so. Ist tatsächlich bei der Uni bei mir hier auch so ganz nice so gemacht. Also das ist kein, nicht direkt ein Park oder sowas, aber die ist halt am Hang des Teutoburger Walds. Also ziemlich im Grün wirklich. Also wenn man, wenn man so ein Bild davon anguckt, ist sie schon echt, ist sie schon echt ziemlich grün. Ich hoffe, das ist immer so ein bisschen dynamisch irgendwie. Und das ist eigentlich ziemlich geil, weil da kann man auch mal in der Freistunde einfach ein bisschen durch den Wald laufen und so. Mache ich viel zu selten. Ich habe das mal irgendwann gemacht, da hatte ich wirklich, ich glaube 4 Stunden hatte ich da Zeit, in denen ich nichts machen musste. Und da habe ich das gemacht. Jetzt wollte ich gerade hier einen See hinpacken und ich hatte ja mal in einem der Parts gefragt, ob ihr eine Idee habt, wie ich so einen See am besten machen kann, weil ich ja ein paar Probleme hatte damit. Und ihr habt unter anderem geschrieben, ich soll hier so einen Frischwasseraustritt verwenden. Hier, na wo ist er? Hier so ein Ding. Problem ist, ich habe damit die Erfahrung gemacht, dass das Ding irgendwann überläuft. Und wenn man das Ding dann wieder ausmacht, dann vertrocknet der See wieder. Wir werden es mal probieren. Komm, was soll's. Ist natürlich nicht das schönste Ding. Warte mal, ich glaube, ich packe das woanders hin. Kriege ich das unter die Brücke? Weil unter der Brücke wird man es gar nicht so gut sehen, schätze ich mal. Ja, mit Energy und ganz viel Liebe geht das hoffentlich. Und ein bisschen Move It. Na komm, Move It. Und dann machen wir es so ein bisschen in die, nach unten noch. Es zieht da so ein bisschen das Land kaputt. Wir beobachten es mal. Ich glaube nicht, dass es funktionieren wird. Wie gesagt, ich habe damit nicht so gute Erfahrungen gemacht. Weil ich glaube, es wird am Ende dazu führen, dass es wieder einfach nur, ja, austrocknet. Aber wir testen das mal, weil jetzt müsst ihr hier gleich. Wir haben jetzt überschüssige Wasserproduktion. Wir haben hier ein bisschen mehr Wasser in der Verfügbarkeit, als wir brauchen. Und dann kommt hier gleich hoffentlich Wasser rausgeschossen. Ja, guck mal. Jetzt wird es jetzt hier langsam füllen, aber wie gesagt, wir beobachten das mal. Ich lasse mich da ja gerne des Besseren belehren. So, die Idee gerade hier war, dass ich hier, ich glaube, ich möchte hier mal so ein bisschen die Straßen upgraden. Und eventuell diese Straße tatsächlich doch durchziehen. Und das hier zu so einer Art Main Street machen. Den 700 Main Street Witz habe ich schon mal gebracht, den kann ich ihn nochmal bringen. Weil das passt auch gut, weil hier sind diese, dieses Busdepot ist hier, ne? Da würde es eigentlich ganz gut passen, wenn wir hier noch eine bessere Verbindung hätten. Eventuell werde ich das bereuen. Wir gucken mal. Wir gucken einfach mal. Ich weiß gar nicht, was sagt denn unser Busdepot? 24 Passagiere letzte Woche, das ist gar nicht mal so schlecht. Bloß ich habe noch nicht so einen Bus gesehen. Die müssten ja eigentlich alle über diese Brücke hier kommen. Das ist auch langsam verkehrstechnisch ein bisschen schwierig. Die Überlandsbusse sehen ein bisschen anders aus als die normalen Busse. Also auf Anhieb sehe ich keinen einzigen. Nee. Na, ist das hier? Das hier könnte einer sein. Ja, Überlandbus. Hier ist einer. Wow. Wow. Kamera. Ah. Cool, sieht ein bisschen aus wie ein Mercedes-Bus. Wie so ein, ja, die typischen Mercedes-Busse, kennt ihr vielleicht? Den man damals auch in der Schule immer auf irgendwelche Fahrten gefahren ist. Auf irgendwelche Fahrten gefahren ist? Ah. Nee, auf diese, was weiß ich, Schulausflüge. So, habt ihr sowas oft gemacht in der Schule damals? Wir haben es, ja, immer mal wieder gemacht. Gar nicht jetzt ultra oft oder so, aber schon immer wieder mal. Diese Kreuzung wird ein bisschen eklig, glaube ich. Dass wir halt dann zum Beispiel, was ich, zum Theater sind wir ein paar Mal gefahren. Wir waren ein paar Mal im Theater. Bei uns in der Nähe gab es ein Theater und da sind wir dann hingefahren. Ich glaube, einmal mit einem Deutschkurs und dann nochmal irgendwann. War zweimal mit einem Deutsch? Ne, einmal mit einem Deutschkurs und dann nochmal irgendwann in der 5. Klasse waren wir, glaube ich, dort. Und noch einmal in der 7., 8. Klasse, so einen Dreh. Und haben dann über irgendwelche Theaterstücke geguckt. Das ist natürlich der beste Ort für so Jugendliche, so ein Theater. Mensch, da hatte man damals ultra Bock. Dachte man sich, Alter, was würde ich jetzt lieber sein als im Theater? Nee, war eigentlich immer ganz cool. Also ich muss ehrlich sagen, so ein bisschen Kultur tut ja auch nicht unbedingt weh, würde ich sagen. Also ich bin jetzt nicht der größte Theatergänger. Also ich war jetzt auch, weiß ich, ich glaube mit dem Deutschkurs war ich da 2017. Vielleicht war es sogar noch 2016, dass wir da waren. Also es ist schon Ewigkeiten her und seitdem habe ich auch nicht mehr das Bedürfnis gehabt, da irgendwie hinzugehen oder so. Aber es war eigentlich immer schon ganz cool, so einfach mal ein bisschen Kultur erleben, auch einfach im Theater. Wann ist man mal im Theater? Jetzt mal im Ernst. Man ist doch niemals im Theater. So als normaler Mensch, oder? Welcher Mensch geht ins Theater?
Also natürlich gibt es Menschen, die ins Theater gehen. Aber ich meine jetzt, wenn man jetzt irgendwie, ich sag mal, Entertainment haben will, dann geht man ja wirklich eher ins Kino oder so, aber jetzt eher nicht ins Theater, oder? Ich meine, ich weiß es nicht, wenn ihr ins Theater geht, ist das natürlich cool. Ich mache das nicht. Hier in der Stadt gibt es auch ein Theater, wer hätte es gedacht? Gibt es, glaube ich, in jeder größeren Stadt. Aber da war ich auch noch nie. Ah, guck mal, guck mal, guck mal. Jetzt ist das Problem. Jetzt schwemmt der Mist hier über und jetzt mache ich das Ding mal einfach aus. Und jetzt werden wir beobachten können, dass hoffentlich erstmal es aufhört abzuspacken hier. Okay. Und vor allem wird es dann wahrscheinlich wieder austrocknen. Naja, gut. Ich habe gesagt, ich probiere es. So, ich suche gerade nach einem guten Ort für ein neues Wohngebiet. Und ich bin am Überlegen, ob wir es einfach hier hinten hin machen. Und dann tatsächlich diese Straße hier auch ein bisschen upgraden. Zu einer größeren Straße. Die Straßen müssten Teil vom Network Expansion, hieß der so? Ich glaube, Network Expansion heißt der Mod. Der fügt alle möglichen coolen Straßen hinzu. Das habe ich ja super geplant hier. Dass ich diesen. Ich bin so ein Dödel manchmal. Egal. Machen wir halt diese Straße hier zu einer Hauptstraße. Hey. Who cares? So. Super. Dann machen wir hier vielleicht mal langsam anderes Gebiet hin, weil. Jetzt schließt das hier einfach perfekt an. Top. Wir haben jetzt hier überall dieses grüne Gebiet und das Stadtgebiet geht ja auch. Bis dahin, vielleicht machen wir ab hier dann mal ein neues Stadtviertel auf mit einem anderen. Einem anderen Dingsbums. Weil guck mal, hier diese Gebäude hier, die sind auch schon gar nicht mehr Teil von dem Tourismusgebiet. Oder ja, das ist Tourismus. Von daher, nein, oh Gott. Von daher können wir hier mal ein neues Stadtgebiet machen, wo vielleicht einfach mal andere Häuser bauen lassen. Weil wir haben ein bisschen Nachfrage nach Wohngebiet. Und ich weiß gerade gar nicht, sind nicht sogar. Da bin ich jetzt eventuell auf dem falschen Dampfer. Ist es nicht sogar so, dass die Green Cities Häuser, sage ich mal, also diese selbstversorgenden Gebäude, dass die weniger Kapazität haben? War das nicht so? Ich meine nämlich, das war so. Aber passt schon. Und hier machen wir einfach mal ganz normale Häuser. Ich weiß gar nicht, was er jetzt hier genau hin tut. Das Theme ist ja, glaube ich, boreal. Ich weiß gar nicht genau, wie die Häuser da aussehen. Bin mal sehr gespannt. Ich klettere mal so ein paar Wohnhäuser hin. Dann erreichen wir vielleicht auch in der nächsten Folge oder so die 28.000 Bewohner. Der Bewohner. So. Und dazwischen habe ich jetzt so ein bisschen Platz gelassen, weil dann können wir hier nochmal so ein bisschen diesen Park extenden. Wenn wir jetzt alles zukleistern mit irgendwelchem Kram, ist das auch nicht mehr so allzu schön. Oh, ich habe Energie noch an. Von daher mache ich hier den Park nochmal ein bisschen größer. Der geht dann sozusagen hier drüben einfach weiter, ne? Man kennt. Ich hätte ja jetzt schon ganz gern noch so einen See irgendwie. Aber es wird halt nicht funktionieren. Das finde ich halt schade. Oder ich bin echt zu doof. Das kann natürlich auch wirklich sein, dass ich einfach. Das ist irgend so, es muss doch irgendeinen sinnvollen Weg geben, um so Seen zu erstellen in dem Game, oder nicht? Oder nicht? Was ist das denn für ein Baum? Ja, zeig mir mal den Baum. Oh, der sieht cool aus. So, da irgendwie. Zack, zack, zack. Schick. Weil hier so ein See rein wäre eigentlich ganz cool. Weil jetzt ist das Problem. Oder versickert das nicht? Versickert das nur, wenn der See zu groß wird? Gut, vielleicht klappt das ja doch. Okay, solche. Das sind jetzt natürlich nicht unbedingt passende Gebäude. Uff, das sind jetzt eher solche Renaissance-Gebäude. Das ist, glaube ich, ein Gewerbegebiet, ne? Nee, ist ein Wohngebiet. Ja gut, das passt jetzt so semi rein. Egal. Die habe ich halt noch aktiviert halt aus meinem anderen Spielstand, wo ich so ein bisschen damit, ich sag mal, so ein bisschen kreativer gebaut habe, so ein bisschen nicht unlimited money mäßig, aber schon ein bisschen versucht habe, es detaillierter zu machen. Boah, jetzt können wir auch sogar hier diesen Bahnhof schöner bauen. Boah, ist das gut. Weil das ist doch kacke hier unten. Bist du mal gesehen, was ich hier gemacht habe? Ich musste das hier machen. Für halt die, um die anzuschließen, weil ich wollte ja erst nicht.
Ich wollte ja erst nicht, ne? Aber jetzt können wir hier auch jedes einzelne Gleis anschließen. Wir hatten ja dieses merkwürdige Problem mit den Zügen, ne? Ihr erinnert euch dran. Dass die einfach nicht wollten. So, jetzt kriege ich die so ein bisschen gerader ziehen und dann runtergehen. Möglichst flach immer. Einfach weil es schöner aussieht. Und die Kurve ist natürlich jetzt ein bisschen insane. So. Da kommt doch gerade ein Zug angefahren oder fährt weg. Keine Ahnung. Nups. Dann können wir das hier noch ein bisschen schöner anschließen. Weil ja, vorher sah es jetzt nicht schön aus, aber selten. Unter der Erde sieht... Oh, das ist jetzt... Ach, Move It. Move It, ich brauche dich. Da kommt ein Güterzug. Das war ein Güterzug. Das zweite und das fünfte war das, ne? 1, 2, 3, 4, 5. Okay. Das fünfte Element. Ne, das fünfte Gleis. Und so. Ja, und die restlichen, das hier drüben ist natürlich lustig, aber das geht nicht anders wegen dem See. Den habe ich da echt ziemlich dämlich hinplatziert, ne? Muss man mal einfach so der Fairness halber sagen. Was sagt unsere Station hier? 300 Leute haben das benutzt letzte Woche. Trotz Überflutung, das ist ganz gut. Okay. Ich würde aber sagen, da wird ein bisschen was geschafft tatsächlich. Ein Universitätspark und ein bisschen neues Gebiet und so weiter und so fort. Und wir sammeln halt weiterhin flüssig Einwohner. Flüssig? Fleißig. Und ja, im nächsten Part gucken wir mal, ganz kurzer Spoiler hier, ob wir uns mal um den Verkehr kümmern, weil ja, wir werden uns um den Verkehr kümmern. Auf jeden Fall. Danke fürs Zugucken. Ich danke euch. Bis zum nächsten Mal. Macht es gut. Haut raus. Und tschüss.